Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Weiteren Folge Let's Play GTA 4. Falsche Richtung. GTA 4 mit Paxis und der Zusatzedition Lost and Damned. Nachdem ich ja in der letzten Folge ziemlich behindert mich angestellt habe bei dieser Mission hier, weiß ich nicht, ob wir jetzt einfach mal das dritte Rennen fahren. Ach nee, das ist, glaube ich, das zweite Rennen, oder? Oder ist es das dritte Rennen? Das hat auch bestimmt gespeichert, oder? Nach dem zweiten Rennen. Bin mir gerade nicht sicher. Das finden wir einfach in dem Fall so heraus. Es hat auch wohl danach gespeichert, oder? Es speichert dann nach jedem Rennen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Wenn es nicht nach jedem Rennen speichert, haben wir nämlich ein Problem. Dann habe ich das Rennen nämlich nicht gespeichert. Dann muss es dementsprechend nochmal fahren. Wenn das Rennen gespeichert wurde, müsste das jetzt Rennen Nummer 3 sein von 12. Das haben wir, also, ja, wir haben in der letzten Folge ein Rennen geschafft. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob das das gleiche Rennen ist oder ob das halt ein neues Rennen ist. Ist aber relativ egal, so oder so fahren wir jetzt erstmal das Rennen. Einfach, um zu kontrollieren, ob nach einem Rennen gespeichert wird. Das sehen wir dann, ja. Also wenn man das Rennen vor allem als erster abschließt. Wenn nicht, dann muss ich mir nämlich angewöhnen, nach so einem Rennen entweder eine Mission erfolgreich abzuschließen, damit eben automatisch gespeichert wird, oder eben selbst speichern gehen. Aber wir können eigentlich erstmal was essen, weil wie ich gerade eben sehe, haben wir keine volle Energie. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch 5 Dollar kostet, oder? Oder ist es kostenlos, oder hat er gesagt halber Preis, hä? Also ich habe nicht gesehen, dass es mir Geld abgezogen hat, aber gut, wie gesagt, das eine Mal habe ich in der letzten Mission auch nicht gesehen. Rennen, Albany City. Oh, da sind wieder gefährliche Rennmaschinen unterwegs, die natürlich, wie gesagt, einen sehr unfairen Vorteil haben sollten, theoretischerweise. Aber wir haben ja einen Basie. Ja, ich glaube, das ist ein anderes Rennen, oder? So ein Finger ist... Ey! Direkt am Anfang, oder was? Ich dachte, die ersten 5 Meter wären so ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir da uns nicht aufs Maul hauen. Aber ja, ist ein anderes Rennen. Also so ging definitiv das Rennen nicht los. Finde auf jeden Fall schon mal gut, dass nach der ersten Kurve ich Erster bin und alle anderen irgendwie hängen geblieben. Oh, da gibt's sogar eine Slow-Mo oder was von diesem krassen, geilen Sprung-Stunt, wie auch immer. Okay, das könnte ein interessantes Rennen werden. Das ist ein interessantes Rennen, weil es geht ja anscheinend mal mitten durch die Pampa. Und durch verlassene Gassen. Offenen Straßen, dicken Sprungschanzen über Treppen wohlgemerkt, also keine wirklich eigentliche Sprungschanze, sondern mehr eine missbrauchte Treppe, die missbraucht und vergewaltigt wurde, jetzt als Sprungschanze verkauft wird. Auf dem Sprungschanzenstrich, logischerweise. Verdammt nochmal, sage ich am besten. So, Action. Wir müssen dieses Rennen, auch wieder 3 Runden, wie ich sehe, einfach nur mal schaffen. Und dann müssen wir vor allem die nächste Mission schaffen. Und wie man sieht, wir hatten ja auch nur diese eine Mission zur Auswahl. Also ist es momentan nicht gerade so, wie dann vielleicht wieder später im Spiel, dass wir 3, 4, 5 verschiedene Auftraggeber haben. Zumindest war das ja beim Hauptteil von GTA 4 so und teilweise halt dann auch bei San Andreas, wo man einfach super viele Auftraggeber hat und die Wahl hat, was man als nächstes macht. Wir haben momentan nur die Wahl, diese eine Mission zu machen und müssen diese auch absolvieren. Ah, wir hätten hier reingemusst. Wir müssen diese Mission absolvieren, um neue Missionen zu bekommen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwann wieder an der Stelle sein, wo wir die Wahl haben zwischen 2, 3, vielleicht sogar noch mehr Missionen. Okay. Nicht mal 2 Minuten eine Runde. Das geht also. Und ich bin da noch nicht optimal gefahren. Das heißt, hier hat man vielleicht auch eine reichliche 1,5 Minute für... Oh, kann man das wegdrücken? Ah, nee, aber man kann schön in der Luft schlagen. Sehr geil. Oh, ich springe ja sogar diesmal über die... Gibt's da Geld? Für diesen Monster-Stunt-Bonus irgendwas? Aber geil, dass die innerhalb von 2 Minuten auch diese Zaunslatten wieder aufbauen und der Zaun wieder gebaut ist. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber... Nun gut, da wird wahrscheinlich irgendein fleißiger Bürger dieser Stadt, wahrscheinlich irgendjemand, der da in der Nähe wohnt, wird eben ein paar Zaunslatten im Keller oder auf dem Dachboden haben und jedes Mal, wenn dann dieses Rennen hier gefahren oder wahrscheinlich ziemlich oft ist, wartet er pro Runde, bis der letzte Fahrer durch ist.
nagelt schnell die neuen Zaunplatten wieder rein. Und dieses natürliche Hindernis, das an dieser Stelle existiert, eben wieder aufzubauen. Ein wirklich sehr toller Helfer. Vielleicht ist es ja auch irgendjemand, der dieses Rennen hier begleitet. Irgendein Rennhelfer. Also einer, der hinter den Kulissen die Strecken aussucht und dafür sorgt, dass die Hindernisse, die auf diesen Strecken sind, wieder aufgebaut werden pro Runde. Kann auch sein, also weiß ich nicht. Irgendein Wohltäter, der uns da die Strecke versüßen möchte, möchte ich mal meinen. Das macht sie ja interessanter. So, dann sind wir auch gleich in Runde 3. Ja, cool, Polizei. Zum Glück weiß er nicht, dass ich ein illegales Rennen fahre, sonst hätte er wahrscheinlich böse Aua-Aua gemacht. Runde 3 von 3. Oh, 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 oh. Diesmal kann ich nicht so schnell springen. Oh nein, ich komme schief. Das ist geil, dass man nicht mehr richtig lenken kann. Naja, ein bisschen geht. Oh, gerade so geschafft. Das ist der coolste, oder? Und der allercoolste. Echt geil. Also Nico Bellic wäre auf jeden Fall schon lange vom Motorrad gefallen, würde ich mal behaupten. Hatte nicht so ein geiles Feeling unterm Arsch. So, ich bin ein bisschen müde, muss ich zugeben. War gestern anstrengende, lange Nacht im Garten mit meinem Freund. Bin ja eigentlich nicht so der Freund von Obstler oder ähnlichen Getränken, aber da stand so eine Flasche mit einem Schluck Nordhäuser krasse Ernte oder wie das Zeug heißt, keine Ahnung, mit Himbeergeist und Nordhäuser Doppelkorn, 30% hat das Zeug. Das hat ganz gut geschmeckt, muss ich zugeben. Also wer volljährig ist, mir zuhört und mal eine Flasche bekommt von diesem Nordhäuser Himbeer irgendwas, der kann die ruhig mal probieren. Also ich fand es eigentlich relativ lecker, obwohl ich eigentlich erstens kein Obstler-Fan bin und das wahrscheinlich schon mit Obst zu vergleichen ist, ein bisschen süßer würde ich sagen. Ich mag eigentlich auch keine Himbeeren. Und von daher ist es eigentlich merkwürdig, dass mir das geschmeckt hat, aber das spricht dann wahrscheinlich für die Qualität des Produkts, oder vielleicht nicht gerade für die Qualität des Produkts, aber für den Geschmack auf jeden Fall. Oh, 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 wird's nochmal spannend, oder was? Fliegt Pax jetzt nochmal vom Motorrad? Sieht nicht so aus. $1000 gab's diesmal. Rennen 3 von 12, sehr schön. Jetzt ist er hoffentlich gespeichert. Bist du hier automatisch manchmal ausgeschaltet? Nein. Sehr gut. Und jetzt müssen wir zu dem E fahren. Es ist zwar ein bisschen weit weg, aber wir können ja mal gucken, ob wir unterwegs ein Taxi sehen. Ah, da ist eins. Aber da habe ich jetzt keinen Bock, hinterher zu fahren. Wenn wir noch ein Taxi sehen, jetzt auf die Schnelle, dann nehmen wir das einfach. Ansonsten fahren wir eben hin. Was soll's. Steig ab. Na, pfeif doch mal. Idiot. So. Diesmal haben wir auch volle Energie. Oh, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich wollte das Taxi nicht klauen. Steig bitte wieder ein und fahr mich dahin. Fuck, was hat denn Clay geschrieben? Oh, Johnny, du bist so ein leichtes Ziel. Wenn du keine Angst hast, lass uns bald wieder fahren. Ich bin so ein leichtes Ziel, ich hab doch gewonnen. Fuck, ey. Brauch ein neues Taxi. So eine sinnlose Kacke, ey. Jetzt steht das Taxi da rum. Fuck. Muss doch irgendwo ein Taxi kommen, Baby. Hallo? Taxi? Hallo? Gibt's doch nicht. Meine Fresse. Wo hält mein Motorrad wieder, ey? Was für eine sinnlose Kackaktion, die mir hier sinnlos viel Zeit gebraucht. Was ist denn los? Mein Motorrad wurde geklaut. Das stand doch gerade eben noch hier. Fuck! Wenn ich den erwische, der mein Motorrad geklaut hat, den bringe ich auf jeden Fall um. Ich meine, ich kann auch so lieb und nett sein. Ich bin hier immer in einer Biker-Gang und wer mein Motorrad klaut oder mein Hand an mein Motorrad legt, der wird erschossen, ganz einfach. Vor allem dieses hässliche, beschissene Dreckstaxi steht noch dort, ne? Was keiner mehr braucht. Aber mein Motorrad wurde insta geklaut. Ich meine, natürlich, mein Motorrad ist ja auch tausendmal geiler als so ein Taxi zu klauen, aber trotzdem, Frechheit. Damn! Verdammt nochmal! Vielen Dank.
Puh, dann hoffen wir mal, dass wir uns dieses Mal ein bisschen schlauer anstellen. Wir haben voll Energie. Ich weiß ja, wo in der Mission diese Weste ist. Und eigentlich ist die Mission gar nicht so schwer. Ich muss es nur schaffen, mein Fahndungslevel dann loszubekommen. Wer das Intro sehen möchte, die Zwischensequenz, der schaut sich bitte die letzte Folge Let's Play GTA 4 Lost in Damned mit Paxis an. So, ich hatte ja schon das letzte Mal gesagt, dieses halbe Kilo Paket Heroin holen. Das waren mal zwei große Taschen, zwei große Sporttaschen voller Heroin. Dann ist das halt nur noch ein halbes Kilo. Kann auch sein, dass wir einfach diese 100 Kilo Heroin zu halben Kilo Paketen kaufen wollen. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich insgesamt profitabler, aber auch viel riskanter. Dauert viel länger. Zeit ist ja bekanntlich Geld. So, dieses Mal werden wir das Ding hier aber nicht überfahren, sondern ganz brav, ganz normal, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und Zeit. Also, 5 Dollar, ey. Aber ich denke, 5 Dollar sind schon ganz okay, so eine riesengroße, teure Brücke. Wobei ich mich schon frage, wie viele Fahrzeuge hier pro Tag im Durchschnitt drüber fahren und wie viel Geld die dadurch einnehmen. Ich denke mal, diese Leute, die an der Mautstelle sitzen, die werden nicht so einen großen Stundenlohn haben. Also wahrscheinlich ist das gar nicht so unprofitabel für die Stadt, weil sie den Rest, den sie nicht brauchen, zum Erhalten der Brücke einfach... Oh, gab's einen Unfall oder was? Ja, Leute, da ruft mal die Polizei und wird das ganz schnell aufgeklärt. Okay. Da sind wir auch schon, wie es aussieht. Sehr schön. Moin Moin! Wer diese Zwischensequenz sehen möchte, schaut bitte die letzte Folge an. Vielen Dank! Und dann gehen wir jetzt zu diesem Haus mit dem... Ja, Hinterhalt. Wir können es ja schon mal laut aussprechen. Ich meine, ich hoffe, ihr habt alle die letzte Folge gesehen. Dann wisst ihr ja, welche Mission das ist. Und ich hoffe vor allem, ihr habt auch alle generell GTA... schon wieder frei. Das haben wir letztes Mal gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch generell alle mein GTA 4 Let's Play angeschaut. Dann habt ihr nämlich auch schon gesehen, was für eine Mission es sich handelt, weil wir diese Mission auch schon mit Nico Belli gemacht haben, den wir jetzt hier auch wieder treffen werden, aber nur für eine kurze Zeit. Unsere Wege werden sich sehr schnell wieder trennen. So. Dann mal... Ah ja, wir nehmen auf jeden Fall wieder diese Pumpgun, weil die deutlich effektiver ist als diese mit der abgesägten... als die abgesägte Schrotflinte, die wir haben. Der Vorteil von dieser abgesägten Schrotflinte ist natürlich, dass sie ein bisschen handlicher ist, dadurch besser in der Hand liegt und so weiter und so fort. Sie man auch gut mit einer Hand bedienen kann, aber da hat man auch nur zwei Schuss. Achso, nur noch ein Stück näher ran. Warte hier auf Nico und Playboy X. Buyer is some Asian dude called Charlie. Like in Vietnam. Just like the movies, money. Yo. Hey, man. Gut, Zwischensequenz, das gleiche Spiel. Letzte Folge angucken. Get the fuck out of here. I'll go down. You go up. Good luck. Rip your heads off. Naja, hier ist ein bisschen ins Gesicht schießen effektiver als einfach nur auf den Mann, weil die halt diese hässliche Rüstung anhaben. Und es dadurch schwierig ist, auch auf naher Entfernung die mit so einer Pumpgun töten. Es geht deutlich einfacher, wenn man ihn ins Gesicht schießt, weil sie da logischerweise keine Rüstung haben. Nee, Moment, wir holen uns doch lieber erstmal die Rüstung, fällt mir gerade so ein. Ist vielleicht ein bisschen schlauer, nicht, dass ich hier direkt ins fette Kreuzfeuer komme und die mir dann dementsprechend alles zerballern. Wie es auf den Sack geht, dass die hier aus... Hallo, hallo, Kollege Leichtfuß. Aus beiden Richtungen schießen und erstmal das SMG nehmen, mein Freund. SMG ist natürlich deutlich besser, hat eine bessere Durchschlagskraft. Streut nicht ganz so sehr. Hat eine bessere Reichweite. Aber vor allem die Streuung ist halt ein großes Improvement, möchte ich mal nennen. Ich glaube, Nico hat den einfacheren Weg, oder? Einfach übers Dach. Ich muss jetzt mich mit den ganzen Polizisten hier rumschlagen. Vor allem mit den Leuten, die unten das Ganze belagern. Das ist ja auch noch ein Problem.
Ich glaube, von raus brauche ich echt nicht gehen, oder? Brauche ich echt nicht. Wir gehen hinten raus. Oh. Schießt von hinten? Wo kommt denn der her? Der spinnt mir jetzt komplett oder was, mir einfach in den Rücken zu fallen? Meine Rüstung ist fast weg. Oh. Ich würde ja sehr gerne diesen Transporter nehmen. Das Problem ist nur, den kann ich wieder nicht umspritzen lassen. Und ich muss wieder versuchen, irgendwie... Oh, da ist ein Motorrad, 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 Motorrad. Das ist viel, viel besser, viel handlicher, viel schneller. Beeil dich, verdammt nochmal. Und Motorrad spritzen die logischerweise auch um. So, Pain Spray, Kollegen. Wer, da ist wieder irgendeiner, der in dieses Pain Spray reinfährt. Das war ja auch wieder mega genial gestern. Dass da einfach mal irgendeiner von den Bekloppten gedacht hat, ah, komm, blockieren mal das Pain Spray. Ich meine, das ist natürlich, wenn es ein echtes Leben wäre und dementsprechend Polizisten schlau sind, also schlauer als hier im Spiel, dann wäre natürlich eine gute Idee, einfach mal das Pain Spray zu blockieren, damit ich nicht einfach so abhauen kann. Wobei ich sehe gerade, ich brauche überhaupt nicht das Pain Spray, fahren mit einem Motorrad, kommt einfach so schnell aus dem Fahndungskreis raus. So, jetzt fahren wir hier einfach in die Zwischenkasse rein. Na toll! War ja... Oh, fuck, ey. War das einfach. Elisabeth Plus, sehr schön. So, Mission haben wir noch keine. Sind auch extrem weit von allem weg. Wir können ja mal diese E-Mail lesen. Irgendeiner von unseren Freunden hat uns noch eine E-Mail geschrieben gehabt. Und nebenbei telefonieren wir mit Billy. So, Johnny, are we rich? No, Billy, we're not. What we are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. Fire was pig. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another fire's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman needs your help. Tom Stubbs III. I told you keeping that lawyer around would have its uses. This guy's at one of them dumbass gentlemen's clubs in Algonquin. The kind without tits. The jousters. Politicians and lawyers? Welcome. What are we becoming, man? Next thing you're gonna tell me we're doing some shit kicking for the LCPD. It's just opposite the Libertonian. Go pay him a visit. If you're still thinking about your brothers and not just your own ego, that is. Das ist doch mal eine anständige Mission. Was hat er denn? Der Johnny. Ich dachte, er wollte ein bisschen seriöser agieren. Das ist doch eigentlich genau das Richtige. Aber wir lesen uns mal erst die E-Mails durch. Oh, 5 neue E-Mails. Wahrscheinlich viele, 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 viele. Horror! New Season! Schöner Name für eine Serie. Schön wieder viele... Spams. Okay, die Ashley scheint mich echt nicht vergessen zu können. Hey Baby, Mann, ich habe echt Scheiße gebaut. Ich weiß, aber deine Weste war ja auch nicht gerade weiß. Du bist, wer du bist und du baust auch Scheiße. Ich habe Scheiße gebaut, weil ich mit dir rumhing. Hä, ist das nochmal die gleiche E-Mail? Hatte ich nicht gespeichert gehabt, nachdem ich mir die E-Mails durchgelesen habe? Auf meiner Seite bist und auch wenn wir nicht mehr zusammen sind und beide einfach Scheiße gebaut haben, sind wir trotzdem noch Freunde. Ich bin clean, Johnny, clean. Ich will nicht mehr high sein. Ich antworte einfach mal. Echt, das hat keinen Sinn, den ganzen Scheiß nochmal durchzugehen. Unsere Welt ist abgefuckt und wir gehören da rein. Es hat alles nicht so sein sollen und ich bin nun mal nicht der Familientyp. Ich bin ein Freund nicht mehr, niemals. Ich kann es... Ja, es ist genau die gleiche E-Mail. Okay. Da antworten wir auch einfach drauf. Jim Fit, zieh dir mal die Seite an. Verdammter Arsch, wenn du jemals auf den Gedanken kommst, dass dieser Krieg sich nicht lohnt. Angelsofdead.com. Just the facts. Support... Items, Questions and Answers. Angels of Dead, Motorcycle, bla bla bla. Okay, alles langweilig, will ich wissen. Antworten wir natürlich mal drauf. Poser-Idioten. Töte Schulden, sofort, das ist wohl Spam, oder? Ganz ohne Risiko, ganz ohne Risiko. Stell dir vor, keine Zahlungen mehr machen zu müssen. Töte Schulden sofort. Ne, das hatten wir auch schon gelesen. Sehr geehrter Mr. Klebitz, als geschätzten Kunden der Bank of Liberty teilen wir Ihnen mit, dass der Zugang zu Ihrem... Hä? Ich dachte, uns hätte irgendjemand eine E-Mail geschrieben, eine neue, aber davon sehe ich jetzt nichts. Das sind genau die gleichen 5 E-Mails, die wir schon mal am Anfang hatten. Diesmal müssen wir halt bloß speichern gehen, damit... Liz Torres! It was good to see you, Johnny! Yeah, only problem was your friend, the UC. He nearly blew my ass off! How's your fancy European friend working out? Okay, okay, seems like... Maybe he's the only guy in the city not working for the state. Him and the lost MC. Me and the brothers are tight. I hope so, for your sake, Johnny, you know. See you soon, baby.
Okay. Ja, wir gehen jetzt einfach mal speichern. Wo ist denn das? Clubhouse. Ah ja, es ist überhaupt nicht weit weg. Nein, nee, es ist überhaupt nicht weit weg. Aber egal, wir haben ein tolles Motorrad. Johnny hat absolute Fahrerskills und damit ist natürlich eine schöne Reise, auch wenn sie etwas weiter ist. Ah, das Motorrad ist natürlich nochmal deutlich ein Tick schneller als der Easy Rider, mit dem wir sonst hier unterwegs sind. Und mit jemandem wie Johnny lässt sich das Ding auch einfach nur genial fahren, muss ich sagen. Geile Beschleunigung, schönes Handling. Perfekt. Genauso hätte es auch bei... Oh, unbekannter Anrufer. Hello, Johnny Clevin. Yeah, who's this? You tried to offload some smack to a colleague of mine called Charlie. Costly mistake. Who the fuck is this? Agent Jones, FIB. We'd like you to come in for a talk. Things might be easier for you if you give us some information on your motorcycle club. Fuck you, Fed. This conversation's over. Got any evidence on me, get a warrant. Das ist ja geil. Es hat auf jeden Fall auch ein Nachspiel. Dieses FBI würde ja nicht einfach so anrufen, wenn sie nicht irgendwas gegen mich in der Hand hätten oder so. Wird dann also wie bei Nico Bellic werden, dass wir einfach auch für die andere Seite... Oh fuck, okay, wenn man so schnell ist, ist der Bremsweg ja richtig lang. Ja. Wird dann einfach wie bei Nico Bellic werden, dass... Ja, wie bei Nico Bellic werden, dass wir auch für die andere Seite mit arbeiten müssen und den Leuten entsprechende Gefallen tun müssen, um wahrscheinlich nicht eingeknackt zu werden. Aber erstmal fahren wir, wie gesagt, zum Speicher. Das ist ein wundervolles Gefährt. Genauso hätte es sich auch mit Nico fahren lassen müssen, dann wäre es viel angenehmer gewesen, Motorrad zu fahren. Wenn man nicht komplett doof ist, braucht man einfach keinen Unfall. Natürlich bin ich komplett doof, deswegen werde ich trotzdem irgendwann mal einen Unfall bauen. Mit dem Motorrad, aber normale Menschen, die halt nicht komplett doof sind, so wie ich, die würden halt niemals einen Unfall bauen, weil es einfach so genial fahren lässt. Wir dürfen ja vor allem keinen Unfall bauen, weil wir haben keinen Helm an. Helm an, Helm auf. Nichts mit Safety First, von wegen. Auf jeden Fall gefährlich unterwegs bei den Geschwindigkeiten im Innenverkehr. Habe ich gerade mit meiner. Habt ihr das gesehen, wie ich mit meiner krassen Klatze hier einfach mal die. Im Fahren vor allem, im Fahren, dass die Fensterscheibe kaputt gemacht habe? Schöner Headbutt, meine Freunde. Könnt ihr euch ja vorstellen, was mit den Leuten passiert, die meinen Kopf ins Gesicht bekommen, wenn ich einfach so mal während des Fahrens zwischendurch schon Scheiben damit zum Bersten bekomme. Der durch die Scheibe boxen soll, also, nee, der durch die Scheibe Headbutter. Ah, der Weg ist echt viel, viel weiter, als ich dachte, aber es war dann gar nicht so schlimm. War ganz angenehm zu fahren. Und dann stellen wir natürlich dieses wundervolle Gefährt hier hin. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann noch. Wobei natürlich, solange mein Motorrad zur Verfügung steht, natürlich nehme ich dann immer erstmal meins. Sei denn, es gibt mal eine Mission, wo ich meine nicht nehmen darf. Aber ansonsten gibt's natürlich keinen Grund, als stolzer Biker das eigene Fahrrad nicht zu nehmen. Was ist das eigentlich für eine Kackhütte, in der ich erpenne, fällt mir gerade so auf. Zwei Fässer, wahrscheinlich Bier oder irgend sowas, die an der Bar angeschlossen werden. Ein totaler Abstellraum mit einer Matratze, die Tür mal auf, dass ich ja alles höre. Wie kann er denn bitte schon hier schlafen? Da irgendwelche Drogen vorher? Krass, ey, das ist echt ein Scheißplatz. Hoffentlich bekomme ich irgendwann ein schönes Apartment. Ich muss schon als Leader drin wohnen. So, 6 Stunden, total ausgeruht. Mein Kopf ist noch ein bisschen weh von der Scheibe, die ich kaputt gemacht habe. Aber egal. Euer Headbutter Paxis verabschiedet sich. Bis morgen. Tschö, tschö.